Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind noch mitten im Rohbau. Die letzte Folge nehme ich jetzt mal, würde ich sagen, der Aufnahmesession. Wir sind noch daran dabei, jetzt die Struktur zu bauen. So, das tauschen wir, das kann weg, das brauchen wir nicht. So. Da haben wir so ein bisschen die Mauer noch weitergezogen. Hier würde ich gerne so einen kleinen Weg, so eine kleine Gasse reinmachen. Halt, das war falsch. Moment. Hierher. Halt, das war auch verkehrt. So. Okay. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Gasse. Holz und so haben wir jetzt leider nicht mehr dabei. Sehr schade. Jetzt machen wir das hier hinten noch. Du. Ah, Mist, bis jetzt. Okay, sehr gut. Na, da haben wir hier diese kleine, Abgrenzung zum kleinen Bach. Ich finde das ganz okay so. Hier kann man nochmal rüber gehen. Ich würde sagen, hier so. Machen wir einen Apfelbaum hin, oder? Ich habe überlegt, ob wir den da hinten hin machen. Aber wir können den auch hier machen. Okay, hier könnte man jetzt natürlich diese Idee mit dem kleinen, ne, dem Park umsetzen. Mit dem kleinen Teich hier. Du nimmst hier noch einen Baum hin und hier einen Baum hin. Könnte man machen, kann man machen. Dann könnte man hier vielleicht noch, warte mal, wenn man hier... Ja, ich guck mal. Gott, das war eine Idee. Ups. So, nehmen wir mal an. Wir machen... Hier nochmal so ein einer Weg hier. Wir können das ja mal testen, wie das dann, ich weiß nicht, wie das dann, wenn das Gebäude fertig ist, aussieht. Wir testen das mal. Ne? So haben wir hier so zwei kleine Häuser, die so ein bisschen gegenüber liegen. Dahinter hat man dann so einen kleinen Park. Dann läuft man durch so einen kleinen Enggang. Mit der kleinen Brücke hier. Finde ich eigentlich ganz schön. Gefällt mir. So, Kohle wäre es natürlich nicht schlecht. Oder das Zeug jetzt mal, das nimmt also den Platz weg. Zum Wegschmeißen ist es aber auch zu schade. Na, bei Reis hätte ich jetzt eine Ausnahme gemacht, den hätte ich aufgehoben. So. Okay, da haben wir den Baum. Hier kommen nochmal zwei kleine Wohnhäuser hin. Da drüben hat man dann so einen kleinen Park können. Kann man nicht sagen, Park kann man nicht sagen. Na, so eine kleine Ecke noch. Dann machen wir hier nochmal einen Stand hin. Hier so, mit dem Rücken hier quasi. Hier nochmal einen Stand. Und machen den Baum lieber dorthin. Wir machen den Baum lieber da hinten, was ich sage. Dann machen wir hier nochmal einen kleinen Stand hin. Na, dass man hier so. So, wenn man so einen kleinen Stand hat. Dann machen wir hier dann nochmal Stützen hin. Dann machen die natürlich auch bunt. Dann kann man hinter dem Stand kann man dann langlaufen. Und hier so zack, zack, zack. Ja, Stand entlang. Tüdelü, tüdelü. Ja. So. Dann setzen wir den hierher, würde ich sagen. Setzen wir einen Erdblock drunter. Ach ja, wir haben den auch mit. Super. Hierher.
Dass wir so ein Schatten spenden, habe ich mir so gedacht. Dann können wir hier machen. Und dann machen wir hier drüben noch einen hin, hier so. Okay, die haben wir noch. Die können wir gleich mal umbasteln. Oh, jetzt haben wir schon viele davon. Das ist gut. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viele, verdammt. So, weg damit. Gut, hier hat man diesen Weg. Dann könnte man hier. Aber hier will ich den Bahnhofsweg noch nicht hinmachen. Nee. Okay, hier geht das auch noch hin. Wo ist der Hammer? Da. Ja, toll. Das lasse ich jetzt. Ich schub's nicht da hinterher. Was wir aber gleich auch noch machen, wir holen uns mal ein bisschen Kohle und machen uns noch ein paar Fackeln. Sowohl Carpenters auch als obwohl normale brauchen wir eigentlich nicht. Die Carpenters würde ich gern vorwiegend nehmen. Im Dorf. Weil ich finde, die sehen halt, so wie man die changen kann, hier finde ich die sehr hübsch. Man könnte natürlich noch die normalen Fackeln mit dem Chinsel changen. Könnte man auch noch machen. Aber, ja, finde ich jetzt nicht so toll. So. Zack. Und die Kiste. Da haben wir nochmal deinen Stand. Das finde ich ganz okay. Hier können wir auch nochmal Bänke hinmachen, theoretisch. Hier haben wir kleine Stände, brauchen wir noch Wolle, bunte Wolle. Und das hier, das mache ich im Zeitraffer. Na, also das Austauschen. Oh. Das, die Kapelle von Gaia könnten wir auch noch fertig machen. Ob wir das in der jetzigen Folge schaffen, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie ich mich anstelle. Genau, ich wollte Kohle holen. Richtig, richtig. Machen wir da das hier, das kommt die Adat, waren wir ein bisschen los. Die Erde kommt dann raus, also die hier da, ne? die kommt dann, die auch, die kommt dann raus, wenn wir dann Strohblöcke draufsetzen. Dann. So, gut, haben wir das auch. Ja, die Musik ist so, gute Laune Musik. So. Hier natürlich, oh, hier muss man auch noch umchecken, oh Gott. Bambus wächst, sehr gut, sehr gut. Aber es ist gut, dass ich jetzt diese Folgen aufnehme, kriegen wir halt viel. Ne? Das ist schon echt gut. Genau, ich wollte Kohle. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich überlege ganze Zeit, was wollte ich. Keine Carpenters mehr. Das ist schlecht. Aha, geh weg. So. Dann machen wir so ein paar Carpenters. 7 Stück. Ein bisschen Birkenholz bräuchten wir. Haben wir denn noch Slabby, also Birkenslabs? Haben wir noch Birkenslabs? Wenn wir die Slabs, dann nehmen wir die. Das ist jetzt nicht so wilde. Ja, machen wir sowas mit. Wo sind? Ich hab das genommen. Huch. Ach, davon habe ich nur 7. Oh. Na gut, dann nicht. So, jetzt haben wir wieder zurück. Das kann weg, dass wir den Hammer haben. Hier habe ich auch nochmal 2 Fackeln hingesetzt. Das sind normale Fackeln, ne? Du.
So. So. Zack. Na, jetzt kommt schon ein bisschen Licht in die ganze Sache hier. Hier könnte man das schön hinmachen eigentlich. Hier so. Aber warte mal. Hier auf dem Baum so. Wir können alles nutzen. Ne? Für Licht können wir alles nutzen. Können wir es so lassen, dass wir an jeden Stand so eine Lampe ransetzen. Können wir machen, ne? Ach so, hier hatte ich ja auch noch was angefangen. Wenn man zum Beispiel hier so eine Bank hinsetzt, ne? Da kann man sich ja nochmal hinsetzen. Wir setzen mal schnell das hier. Dann weiß ich, was ich noch umwandeln kann in normales Holz. Jetzt mal noch ein paar Carpenters uns machen. Entschuldigung! So. Zack. Ja, ja, hat er. Okay. Hätten wir das? Sehr gut. Halt, und da noch. Hier können wir noch ein paar Bäume da hinsetzen. Ich mach mal nie alles, ich mach mal nie alles. So. Mal nicht alles hier machen. Achso, wir können so und so hier eigentlich so ein paar hier hinten noch hinsetzen. Wir müssen hier immer wieder vorlaufen. Ne? Wir können mal hier so schon ein bisschen die Einrichtung von den Häusern. Da müssen wir immer wieder hin und her laufen. Das war 3, 5, 6, 8. So. Gut. Es wird halt so ein kleiner Nebenweg wieder hier. Die Kameras finde ich mega geil. Na, hier können wir das wieder so ein bisschen. So. Dann haben wir diesen kleinen Weg dahin. Hier. Das ist ja wie so eine kleine Seitengasse, ne? Da möchte ich, um ehrlich zu sein. Kann ich das jetzt gleich spontan hier bauen? Ja, sollte ich hinkriegen? Sehr gut. Hier ist so dieser Hinterhof hier. Da ist auch mal hier so. Na, das passt ja. Das passt. So, Fässer. Achso, warte mal. Ich wollte. Nein. Also jetzt sieht man so ein bisschen Crafting. Ne? Wo haben wir es denn? Hier. Alles klar. Die Waffenständer machen wir dann auch noch. Die brauchen wir dann für unseren Waffenladen. Zack. Oder so? Ja. Ich sag mal, eine Kiste reicht. Okay, jetzt wäre natürlich echt gut, wenn wir. Also da kommen wir auch was rein und die haben ein riesen Fassungsvermögen, die Kisten. Ne? Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Wir könnten auch. Ich hätte jetzt gern. Warte mal. Wir holen uns mal schnell was. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, hier wird noch alles, das wird alles Riesenweizenfeld. Darauf freue ich mich sehr. Ich wollte immer mal so Riesenfelder anlegen. Ach, das ist so schön. So, wir nehmen mal hier den Baum. Ich will ein bisschen Birke haben, ein bisschen helles Holz. Für die Fässer. So. Und zack. Und wir zurück. Essenstechnisch müssen wir bald mal wieder was essen. Schäfchenfeld machen wir auch noch irgendwo hin. Ich weiß aber noch nicht wo. Vielleicht da drüben auf der anderen Seite, dass wir dann irgendwie noch das Schäfchen unterbringen. Müssen wir mal schauen. Es wird. Oh, mit dem kleinen Kanal hier. Ne, das sieht sehr schön aus. Gefällt mir. Doch, ist gut geworden.
Habe ich nicht das alles schon überall drauf gemacht? Ach nee, das Innere hatte ich vorhin vergessen. Ja, doch, kann sein. Ja, ja, ist okay. Sollte passen. So. Dann machen wir sogar mal zwei Fässer. So. Dann können wir eins hier, zack, so. Und dass wir hier in diesem kleinen Nebengang nochmal so ein bisschen was. Da hat es halt auch natürlich Fässer natürlich auch. Das sind auch Kisten im Endeffekt. Da kann man auch so ein riesiges Fass, da kann man übelst viel verstecken. Das ist ziemlich geil, finde ich eigentlich. Wartet mal. Wir holen mal. Oh, wir müssten was essen. Wir haben nichts zu essen mehr. Okay, wir müssen dann ganz dringend mal was zu essen und suchen. Ich hab doch. Habe ich das alles schon weggepackt? Ach stimmt, ich hatte dort hinten das gemacht. Ja, da habe ich das ganze Grünzeug weggepackt. Schlecht. Hier würde sich ein normales Bäumchen doch sehr passend aber noch machen. Na, das würde schön passen. Okay. Hier. Ja, aber ein Bäumchen ganz schön. Also ich setze das immer eins hoch, damit das nicht so tief wächst, ne? Damit das schon eine gewisse Höhe kriegt. Hier braucht man nichts. Hier hinten wäre vielleicht sowas noch ganz schön. Hier will ich nochmal einen Apfelbaum hinsetzen. Hier haben wir so drei kleine Bäumchen. Das ist denn ganz okay. So, wo noch? Wo können wir noch? Hier vorne können wir auch nochmal was, so ein kleines Bäumchen hinsetzen. Hier soll ja das Feld hinkommen. Aber ich denke mal so. So hier vielleicht. Können wir nochmal ein Bäumchen setzen. Die Schere habe ich nicht mehr mit, ne? Nee, die habe ich nicht mehr mit. Ah, schlecht. Schau das mal wieder hier rein. Das brauchen wir jetzt nicht, das auch nicht, das auch nicht. Wir gehen mal hier schnell schlafen. So. Wer hier wohnt, ich weiß nicht. Aurora, dumm, dumm, die dumm. Ja, ja. Hallo. Ach ja, wir haben ja jetzt hier. Wir haben jetzt hier dabei. Alles klar. Der Zaun, ja, hier muss der Zaun einfach sein. Und hier. Da würde ich sogar den hier nehmen wollen. Geh mal direkt, nicht, dass ich dich hau aus Versehen. Zack, 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 zack. So diesen hier, den finde ich hier bei so einer Kuhweide, oder eigentlich Tierweiden, ganz schön eigentlich. Okay. So. Ne, da hat man hier so, wo ist jetzt die Tür? Kann man so lassen. Dann hat man hier so für die Kuhweide, finde ich, den Zaun sehr passend. Ich mag das mit dem Weizen. Sieht so schön aus. Das sieht echt schön aus mit dem Weizen. Und hier möchte ich dann auch NPCs hinmachen, die zum Beispiel in die Schaufenster gucken, ne, und so ein bisschen mit denen reden. So, oh, guck mal, hast du das schon gesehen? Und hier und das und da. Fände ich ganz gut. Hier brauchen wir. Da brauchen wir die. Moment. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal ein bisschen Wolle holen. Dass wir hier vielleicht die noch so ein bisschen fertig machen. So viel brauche ich gar nicht. So. Aber was man hat, das hat man. Wir gehen gleich zurück, holen uns was zu essen und. Ja. Schauen mal. So. So hier, so Eck. Können wir auch mal machen. Mal gucken, wie das aussieht. So, gucken, ob wir das so ein bisschen hinkriegen. Habe ich noch, das habe ich auch noch hier. Das soll jetzt sogar nach außen gehen. Das soll hier noch gehen. Eins müssen wir wegnehmen. Ja, dass man hier auch reinkommt zum Stand. Jetzt mir hier so. Ne? Was können die, was wollen sie haben? Und dann kann man hier dahinter gehen. Jo, das ist schön. Das ist ganz okay. Okay, wir gehen mal schnell zurück. Holen uns mal die Wolle, die wir haben. Ich habe ich habe so offscreen auch ein bisschen Wolle geformt. Nicht viel, halt ein bisschen. Einer von den Schäfchen, die hier halt über so rumsabbeln. Ne? Dass wir halt jetzt auch damit arbeiten können. Ich mag das, wenn man jetzt, wenn man so im Let's Play hier, das so zack, 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 ne? Also wenn man da wirklich auch arbeiten können und ein bisschen zu was kommen, anstatt dass man immer wieder erst irgendwie Steine klatschen müssen oder halt Holz holen müssen. Ich finde das ganz schön so. Ist okay. Ich werde mich dann offscreen heute bestimmt noch
an das Feld machen. Weil ich das ziemlich cool finde. Okay. Essen, essen, essen. Erdbeeren. Ich will Erdbeeren haben. Ich liebe Erdbeeren. Also ich bin auch in real ein Erdbeer-Junkie. Also ich liebe Erdbeeren. Könnte ich den ganzen Tag futtern. So nebenbei so. Geil. Keine Ahnung wieso, ist halt so. So. Zack. Wir futtern uns die Erdbeere. So. Ich überlege gerade, ich wollte da noch irgendwas holen. Was war denn das? Ach, Wolle. Wolle wollte ich schon, Kinder. Und wir können die Schere ruhig nochmal mitnehmen. Die Schere können wir nochmal mitnehmen. Und das können wir gleich decken. Wir holen Wolle. Hier, 63 Wolle. Nehmen wir den kompletten Stack mit. Färben uns ein bisschen was ein. Und noch ein bisschen färben müssen. Wie viel haben wir denn da? 6 Stück, das ist okay. Wir färben uns jetzt ein bisschen Wolle ein. 18. 18 ist ganz schön. Huh. Nochmal 10 Stück. Hier haben wir auch 14. Nochmal 10 Stück mal. Da, da, da. Die können wir wieder hier reinpacken. Ist uns gerade die Wolle rausgeflogen? Ja, ist sie. Okay. Hier, orange. Da haben wir nur 3 Stück. Wir können ja auch ein paar Dächer machen, die so ein bisschen gemischt sind. Können wir auch machen. Okay. Jetzt hauen wir wieder hier rein. Wolle nehmen wir mit. Weiße Wolle. Wir können auch ein Dach mit weißer Wolle machen eigentlich. Wir gehen mal gucken, wie wir die Dächer machen. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns dann die Häuser hochziehen, so Stück für Stück. Und ja. Da werde ich aber dazwischen halt, wie gesagt, ich werde mal Holz formen müssen. Ich werde sehr viel Holz nochmal formen müssen. Auch Stein. Das, ja. Dann können wir auch wenigstens dann nächstes Mal auch gleich direkt loslegen mit Bauen. So, ich hätte hier gerne so ein schönes helles. Ja. Backe reicht nicht. Kann ich hier irgendwie. Machen wir ein Muster rein, würde ich sagen, oder? Dann machen wir halt hier ein Muster rein, würde ich sagen. Wir haben ja hier zum Beispiel nur 3x orange. Machen wir so ein kleines Muster rein. Ach, guck mal, hier fehlt ja noch was. Das sehe ich gerade erst. So. Hier haben wir es, okay. So ein bisschen lila, ein bisschen lila hier, so. Zack, zack. So. Nein, du nicht. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Und hier weiß reinzumachen. Dann nochmal das und dann. Ja, das ist okay so. Na, immer so ein bisschen ein schräges Dach. So, hier hinten noch. Jetzt haben wir noch grün und gelb. Mal gucken, wie das zusammenwirkt. Oh, Mist. Ich habe vergessen. Okay, Moment. So, das ist gleich so hier. Stimmt, das hat man ja gerade noch gebaut gehabt erst. Okay, jetzt können wir es machen. Grün. Eine grüne Wolle. Eine grüne Wolle. Hier auch nochmal eine grüne Wolle. So, da können wir das. Obwohl, wir machen das mal so hier. So. Wow, lass mich mal durch. Können wir wieder so machen, ne? Ja, ist ganz okay, denke ich. Dann haben wir so einen kleinen Stand. Jetzt können wir gleich nochmal gucken. Ach hier. Die Zimmermannsfackeln. Da können wir hier sogar das so machen.
bei diesen Ecken. Das passt ganz gut eigentlich. Hier natürlich ist jetzt ein bisschen schlecht, ne? Guck mal, da können wir dort eine hinmachen. Die ist schon gechanged. Die können wir auch hier, so. Gut, das können wir wegmachen. Kleiner Hammer, so. Der kann das auch. Das haben wir fertig dort. Hier wird noch gechanged. Da haben wir so kleine Geschäfte hier. So, jetzt können wir noch changen hier. Da muss dann so nochmal eine Etage. Eine Etage höher, wollte ich sagen. Ach, jetzt seht ihr im Sand. Sand wollte ich hier reinmachen. Können wir auch noch holen. Okay, dann sieht unser Dorf doch eigentlich so schon richtig schön aus. Ne? Es fehlt ja bloß die Gebäude selber und so ein bisschen Inneneinrichtung. Ach, guck mal, die eine Kuh ist groß geworden. Da können wir ja gleich mal. Ja, schlecht. Hilfe! Ich muss andersrum. Da komme ich jetzt nicht mehr durch die Lampe. Dum, 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 dum. Wir holen uns mal. So. Bitteschön. Baby? Wo ist Baby? Da ist es. Guck mal da. Da, 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 da ist ein Baby. Oh, niedlich. Ich mag die. Also, die Minecraft-Tiere, die Babys. Die sind so süß. Ich mag die voll. Okay, hier haben wir jetzt ein riesengroßes Weizen. Oh, zieht euch rein. Ich stelle mir vor, da drüben ist auch noch alles Weizen. Ne? Dann hier, wenn hier alles noch Weizen wird, können wir uns hier herstellen, haben wir ein riesen Weizenfeld vor Augen. Wow. Da bin ich schon gespannt. Da freue ich mich drauf. Okay, was fehlt uns jetzt noch? Hier fehlt noch sowas. Wie macht man das gleich? Wie das Mikro kommt, volle Kanne. Wie warten die Regale? Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal nach. Ich bin schon vorbei, oder? Ja, hier. Okay. Moment, zurück bitte. Wir brauchen bloß eins. Dann haben wir das nämlich noch fertig hier. Oh, dann haben wir das hier noch. Dann kann mir jetzt, das können wir ja noch machen. Zum Ende der Folge, wir gehen schnell schlafen. Und dann würde ich sagen, tun wir mal unseren ersten kleinen Laden in Betrieb nehmen. Und der verkauft Kräuter. Ne? Das können wir noch machen, das sind noch 3 Minuten. Das ist eine schöne Arbeit zum Schluss. Da brauchen wir jetzt aber, hätte mich ins Gehege reingehopst. Nein! Mutsche! Mach keinen Quatsch. Hör auf damit. Warum zu hopsen? Boah. So, jetzt haben wir ausgeschlafen. Genau. Wir brauchen noch was fürs Geschäft. Wir wollen ja, also als Währung nehmen wir die Nuggets, würde ich sagen. Es gibt ja anscheinend auch noch Bronze, das wir finden können, was wir noch gar nicht gefunden haben. Wer weiß, in welchem Biom das nur entsteht. Ich glaube, es gibt Bronze. Ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, das habe ich im Nachhinein jetzt eingefügt. Das würde bedeuten, dass nur in neuen Chunks, wo wir noch nie waren, das dann überhaupt erst entsteht. Müssen wir mal schauen. Okay, wir nehmen uns jetzt ein paar Nuggets mit. Dann machen wir das mal zusammen. So, hier haben wir 9 Stück. Nehmen wir hier noch eins mit. Okay. Ich denke, Gold. Also Gold machen wir so. Gold ist natürlich wertvoller. Das ist klar. Also wir haben, das wird im Prinzip so eine Art Tauschgeschäft. Bei manchen kann man tauschen, vielleicht so Kohle auch gegen irgendwas, ne? Und hier kann man direkt die Nuggets tauschen, das ist direkt die Währung. So kleine Gold-Nuggets und Silbern, also Eisen-Nuggets. Und mal gucken, Bronze-Nuggets vielleicht auch. Das schauen wir dann mal. Ja, dann fangen wir dann in den nächsten Folgen an, die Häuser direkt zu bauen. Da werde ich nochmal offscreen in der Kopie ein bisschen probieren, wie man die am besten bauen könnte. Aber das kriegen wir hin. Also ich packe jetzt mal eins weg hier, was wir jetzt nicht brauchen. Na, die Erde kann ich erstmal reinpacken. Die Nuggets sind wichtig. Das braucht man eigentlich alles jetzt nicht, aber ich lasse es mal hier. Okay. So.
Pilze verkaufen sie auch. Da kann man sich ein bisschen wegdröhnen oder so, keine Ahnung. Ah, ich habe was vergessen, verdammt. Zum Bearbeiten brauchen wir ja den NPC-Zauberstab. Es ist zwar schon jetzt 30 Minuten die Folge, aber das machen wir noch. Das machen wir noch, wir überziehen ein kleines bisschen, überziehen wir. Weil ich das jetzt unbedingt mal noch machen möchte. Mit euch zusammen. Dass ihr seht, wie das so funktioniert. Dum, 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 dum. Du. Okay. Ich futter schnell was, da können wir wieder rennen. Hoffe ich zumindest. Ja, wir rennen. Ein Nugget und noch ein Nugget. Gold Nugget, Iron Nugget. Dum, dum, dum. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich muss das immer machen auf der Brücke. Keine Ahnung, wie so. Immer so ein bisschen irgendwie rumklopsen. Dum, dum, dum. So. Jetzt schaffen wir unseren ersten kleinen wirklichen Händler, der auch wirklich handelt. Und so. Ihr werdet erweitert Händler. Händler bearbeiten und dann, ne, können wir das hier. Also, wie man sieht, das und das muss man geben, dann bekommt man gleich das. Eine Stachelbeere. Ne? Wiesenrisper, was haben wir noch? Maiglöckchen, giftig. Machen wir hier hinten hin. Silberblaugras. So. Man kann natürlich auch alles selber in der Natur sammeln, das ist klar. Aber bei der kräuterkundigen Dame von nebenan, da wird man halt auch beraten. Das haben wir schon, mein Glückchen haben wir. Okay. So, jetzt können wir hier solche Sachen. Okay, das kostet, das ist alles recht billig. Das kostet alles nur, ne, ein Nugget. Hier ein Pilz. Pilz ist mit teurer, kostet 2 Nuggets. Und das ist giftig. Mein Glückchen sind giftig. Ja, das kostet ein Gold Nugget, ne, und 2 Silber Nuggets. Gut. Wenn wir das jetzt schließen, so. Jetzt ist das wieder weg, ne? Wir nehmen den MWC doch raus. Jetzt können wir anklicken. Ja, ich möchte, zeig mal, was du hast. So, jetzt sieht man das hier. Wir haben jetzt 4 Nuggets drin. Darum ist das sichtbar. Steht auch jetzt da. Also hier steht dann immer da, ne? Achtet mal drauf. Ausreichend Geld. Also wir haben das Benötigte, um das halt zu ertauschen. Zu erkaufen, ne? Hier auch, das hätten wir jetzt auch. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein was weglegen. Ich lege mal, legen wir die goldenen Nuggets weg. Zeige ich euch das. So. Man geht hier rein, ne? Hat man hier ausreichend Geld. Das ist ja klar, wir haben das Silber noch. Aber hier brauchen wir jetzt, du hast nicht, was er will. Na, wir brauchen halt noch ein Goldnugget und das geht dann nicht. Das können wir uns jetzt nicht leisten. Gut. Hätten wir das sogar mal gemacht. Sehr schön. Da freue ich mich. So, hier hat man so, ne, dass man hier noch so ein bisschen. Bei der Kräuterkundigen von nebenan. Wir beenden gleich die Folge. Wir machen gleich die Folge. Ne? Wir beenden gleich die Folge. Keine Sorge. Ich möchte nicht sonst wie weit überziehen. So. Gibt auch einen Pilz. So. Das und das. Ich nehme noch das hier einfach so. Zack. Packt man den Rest jetzt auch mit einfach hier rein, so direkt. So. Das muss ich einen schönen Kräuterlies hier. Okay, das packt man da hinten so rein. Das kann man so machen. Zack. Da noch. Und da hinten. So. Okay, haben wir noch das. So, hier rein. Dann hätten wir es. Dann hätten wir da von außen, ne? Hätten wir hier. Sieht man schön. Die Kräuterlies. Na, ja, das ist ganz gut. Ah, das ist die Kräuterfee, da kann man reingehen. Was hat es denn noch alles so im Angebot? Wir können auch noch hier ein Schild hinmachen. Kräuterfrau. Ja, oder so, können wir machen. Wäre machbar. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge.
wir haben einiges geschafft in der kleinen Aufnahmesession. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Was ist denn los? Naja, wir sehen uns dann also in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, tschüss!